Hallo, grüß Gott und willkommen zum fünften Ruckzuck-Video. Ich stelle euch heute den kleinen Helfer vor, den ihr hier im Bild seht. Der heißt Pusher Slide. Das heißt übersetzt so viel wie Stößerschieber. Ich hatte den schon eine Weile in meiner Beobachtungsliste bei eBay und habe ihn jetzt dann doch per Sofortkauf gekauft. Der Verkäufer ist Bedford Sewing and Knitting. Und gekostet hat das Ganze mit Porto rund 14 Euro. Der hilft nicht nur dabei, die Stößer von Arbeits- in Ruheposition zu bringen, sondern auch umgekehrt. Außerdem hilft er noch dabei, die Stößer sogar ganz aufzuräumen und wieder zurück in die Regelschiene zu bringen. Meistens sind ja die Stößer ein bisschen schwergängiger wie die Nadeln und man kann sie nur in kleineren Gruppen aus der Schiene rausholen, immer mit dem orangenen Schieber. Und bei einen kleinen Maschenumfang, also wenn ich wenig Stößer brauche, ist das auch kein riesiger Aufwand. Aber wenn ich mal über die ganze Bettbreite oder annähernd die gesamte Bettbreite mustern möchte oder verkürzte Reihen oder was auch immer, wo ich halt die Stößer brauche, dann hilft das Ding schon ganz gut. Laut Anleitung funktioniert er nicht nur auf der Duo, sondern auch auf der E6000, wobei ich das nicht testen kann, da ich ja keine E6000 habe. Vielleicht könnt ihr das sehen. Er ist aus dem Kunststoff, auf der Unterseite ist er hohl und hat ein bisschen eine außergewöhnliche Form, weil er nämlich wie zwei so hintereinander liegende Dreiecke geformt ist. Außerdem hat er hier und auf der anderen Seite so kleine Ausbuchtungen, die dann dabei helfen, die Stößer zu bewegen. Er kommt mit einer kleinen englischsprachigen Anleitung, die auf einem DIN A4 Papier gedruckt ist, mit Zeichnungen und kurzen Beschreibungen nebendran. Und ich zeige euch jetzt aber mal, wie er genutzt wird. Stößer und Nadeln filmen ist immer etwas kritisch. Ich hoffe, ihr könnt es soweit gut sehen. Ich habe hier jetzt als Beispiel einen relativ kleinen Satz an Stößern in Arbeit gestellt und die möchte ich jetzt runter in Ruheposition. Dazu nehme ich den Pusher Slide mit diesem niedrigeren Dreieck Richtung Bett, lege es auf, dass es hier schön fährt und fahre dann einfach nach links rüber. Und wie ihr sehen könnt, sind jetzt alle in Ruheposition. Um die Stößer jetzt vollends in die Regelschiene zu bringen, weil ich sie vielleicht gar nicht mehr benutze, muss ich den Pusher Slide mit dem etwas tieferen Dreieck ans Bett anlegen, die Schiene natürlich öffnen, weil sonst wissen ja meine Stößer nicht, wo sie hin sollen, und schiebe das auch einfach von rechts nach links. So, alle Stößer sind hier unten sauber in der Schiene. Er kann auch mit kleiner Hilfe die Stößer aus der Schiene in Arbeitsposition bringen. Um die Stößer rauszuholen, muss ich ihm zuerst einen Startpunkt geben. Und laut Anleitung soll ich mit der Spitze vier Stößer in Arbeit stellen, wobei ich das etwas unglücklich finde mit der Spitze. Also da bin ich dann wirklich mit den Fingern etwas schneller und habe die jetzt hier in Arbeit gestellt. Dann nehme ich den Pusher Slide in diese Position und setze ihn quasi über meine ersten vier Stößer auf. Dann liegt er auch hier unten gut an und hier hinten am Bett auch mit einem kleinen bisschen Druck. Gleichzeitig öffne ich die Regelschiene und fahre einfach nach links. Wie ihr seht, hat er die ganzen Stößer in Arbeit gestellt und als schönen Nebeneffekt gleichzeitig auch noch die Nadeln. Das Praktische daran ist nicht nur, dass man nicht mit dem orangenen Nadelschieber stückweise die Stößer aus der Schiene holt, sondern das könnt ihr sowohl von rechts nach links als auch in die umgekehrte Richtung schieben. Das kommt bestimmt den Linkshändern unter euch sehr zugute und am vorderen wie auch am hinteren Bett. Prinzipiell verstellt er alle Stößer, die ihm in den Weg kommen. Also gerade die, die er aus der Schiene rausholen soll, da holt er so lang raus, bis ihr ganz links oder ganz rechts außen seid und halt keine Stößer mehr da sind. Das braucht man natürlich äußerst selten, sage ich mal, dass man über wirklich die komplette Bettbreite vorne und hinten alle Stößer benutzt.
Gibt es auch natürlich auch, aber weitaus häufiger würde ich sagen, bewegen wir uns ja in Nadelbreiten, sagen wir mal, von 160 Maschen, das ist so ungefähr Mützengröße. Und da finde ich das schon sehr praktisch. Und auch da gibt es einen kleinen Trick, dass er zum Beispiel nur 160 Stößer aus der Schiene holt. Und das zeige ich euch jetzt. Da ich mit meiner Kamera nicht so eine riesen Breitbildaufnahme machen kann, zeige ich euch jetzt mal Kamera- und fokustauglich, wie ich von Nadel 30 links bis Nadel 50 rechts mir die Stöße hochhole. Das sind immerhin 80 Stück und da zeige ich euch jetzt mal, wie es geht. Zunächst gebe ich im rechts wieder einen Startpunkt vor, indem ich 4 Stößer und somit ja auch Nadeln in Arbeit stelle. Das wäre jetzt rechts der Startpunkt. Gleichzeitig mache ich das links auch wieder mit 4 Stößern. Und wie ich euch gesagt habe, zieht er grundsätzlich alle Stößer, die ihm im Weg sind, zieht er in Arbeit. Deswegen teilt man sich die Arbeit mit dem Pusher Slide so auf, dass man ungefähr bis zur Mitte fährt, absetzt und dann von links rüber, so dass er wirklich die Anzahl, die ich benötige, mir aus der Schiene holt. Ich beginne jetzt also rechts außen, setze ihn wieder so auf über die Stößer, guck, dass er da gut Halt hat, öffne meine Riegelschiene und fahre ungefähr bis zur Mitte oder bis dahin, jemals in. So, dann setze ich ab. Ihr seht, es hat jetzt bis hierhin mir die Stößer in Arbeit gestellt und die Nadeln. Und das gleiche mache ich jetzt von links beginnend. Ich setze ihn so auf, dass er wieder über den 4 Stößern ist, gut am Nadelbett anliegt, öffne die Schiene und schiebe es hier hin. Und jetzt seht ihr, ich habe meine ganzen Stößer, wie ich wollte, in Arbeit. So, jetzt räume ich meine Stößer mal wieder auf. Wieder mit dem größeren Dreieck nach unten, Riegelschiene auf und los geht's. Ich muss umgreifen, weil die Kamera im Weg steht und sie sind alle unten. Wo ich jetzt gerade so schön meine Stöße aufgeräumt habe, räume ich doch auch gleich noch meine Nadeln auf, indem ich ihn wieder so aufsetze mit dem tieferen Dreieck am Bett und so ganz leicht nach rechts unten. Tada! Und alles aufgeräumt, alles ist wieder bereit zum Neustart. So, und damit sind wir auch schon am Ende von der Vorstellung von diesem praktischen kleinen Helferlein, dem Pusher Slide. Und nur der guten Ordnung halber möchte ich betonen, ich habe mir den selbst gekauft, selbst ausgesucht. Ich wurde in keinster Weise irgendwie vom Verkäufer oder so dazu genötigt, dass ich den zeige oder vorführe, sondern einfach, ich zeige den, wie ich euch andere Dinge auch schon gezeigt habe, weil ich es praktisch finde und wirklich einfach in der Handhabung. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Duo selbst und die Handhabung und oder diverse Zubehörteile wissen wollt, schaut euch doch gerne mal bei den Willkommen zur Duo Videos um. Außerdem findet ihr weitere kurze Tipps und Tricks in den Ruckzuck Videos. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann klickt doch gerne unten auf Abonnieren und dann erfahrt ihr immer sofort, wann es wieder was Neues hier auf meinem Kanal gibt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Tschüss, ade und ciao, ciao.